filthy, nigga. You know, you came from the bottom and made it to the top. They kind of forget you at the bottom. Sometime you'll win, sometime you'll lose. Was geht ab, YouTube? Pascal Su Bodybuilding in the building. Und willkommen im neuen Video. Es ist Mittwoch, morgen 8:20 Uhr, also gar nicht mal so früh eigentlich mehr, aber ich habe nicht wirklich viel geschlafen, weil Liana die ganze Nacht auch nicht wirklich schlafen wollte. Bei sich im Bett, dann doch bei mir im Bett, dann wieder doch nicht und dann habe ich es hochgebracht, dann hat mich das irgendwie voll heute Nacht gestört. Und manchmal kriegst du dann einfach gar kein Auge zu, so die ganze Nacht halt. Ein Mück, Nummer 2, kriegt auch gerade Zähne und ja, hat auch nicht gerade viel Spaß daran zu schlafen. Und wenn du Kinder hast und so über Wochen halt nur ein paar Stunden immer schläfst und immer nur, das zermürbt dich. Willst du uns mal deine Zähne zeigen? Zeig mal deine Zähne. Zeig uns mal deine Zähne, Mäuschen. Nein. Ich zeige ja jetzt hier auf YouTube so nicht sonderlich viel von meiner Familie, weil ich bin halt ein Sportkanal. Ich halte davon auch nicht so viel insgesamt, also für mich zumindest, aber ich sehe das halt so. Das ist halt ein Teil meines Lebens und ich zeige viel von meinem Leben. Deswegen macht es für mich jetzt keinen Sinn, das komplett rauszunehmen, ne, und nie zu zeigen. Nur wie gesagt, ich möchte auch nicht im Detail immer alles zeigen und alles von meinem Leben preisgeben. Das muss man auch irgendwo noch ein bisschen trennen, finde ich. Liana, willst du noch mehr essen? Nein. 2 Brötchen, ein Brötchen nur. Okay. Ja, ja. Komm mal her. Oh, ja, moin. Oh. Auf Massephase, genau wie Papa. Ne? Übrigens, naja gut, nicht das erste Weihnachten mit Weihnachtsbaum, richtig. Aber ja, das Coolste, also bisher so das Coolste, ne? Weil die Kids sind jetzt in einem Alter, wo das auch Spaß macht. Ich glaube, das letzte Mal hatten wir einen Weihnachtsbaum. Da war Liana im Alter von Olivia. Und dann kriegst du das natürlich auch noch nicht so richtig mit. Und dann sind wir ja immer irgendwie, haben wir die Angewohnheit, im Dezember umzuziehen. Beziehungsweise einmal waren wir auch im Urlaub, da waren wir in Rosenheim über Weihnachten. Bei Corona kannst du das natürlich vergessen, ne? Und wenn du jetzt die Nacht halt nicht so viel pennst, einfach auch nur müde und kaputt bist, du hast wenig Appetit, also ich muss mich immer zum Essen zwingen und ich habe es echt schwer, mich zu konzentrieren. Und ich habe schon Demenzanzeichen, glaube ich. Ich habe zum Beispiel gerade eben die Brötchen im Backofen getan, habe mich dann wieder hingesetzt in meinen Kaffee und habe einfach vergessen, dass ich die Brötchen im Backofen getan habe. Komm zu Papa gelaufen. Komm zu Papa. Home Training. One. Olivia, du hast echt schön geschissen, ne? Olivia. Okay. Olivia. Oh mein Gott. Puh, das stinkt. Also normalerweise wäre ja Liana in der Kita, aber da wir heute den ersten Tag vom Shutdown haben oder vom Lockdown oder wie auch immer man das nennt, sind die Kitas dicht. Ich arbeite eh von zu Hause, also arbeite ich nicht. Und so für den Alltag muss man dann natürlich schon umdenken, ne? Weil normalerweise wäre ich jetzt schon wieder zu Hause und wäre halt am Schreibtisch. Aber jetzt habe ich die Kiddies heute mal fertig gemacht. Naja, ich will mich gar nicht so beschweren, es erfordert einfach nur ein bisschen Umdenken und die Fähigkeit, beweglich schlafklar zu kommen. Was natürlich fürs Training katastrophal ist, ne? Das wissen wir ja. Der Schlaf ist halt, ja, für dein Training, also für deine Trainingsleistung, aber auch für die Anpassung, die du dir vom Training erhoffst, ne? Wir wollen ja immer noch, dass unser Körper sich an die Lasten gewöhnt. Ist eher mal im Kofferraum, ne? Für faule Pascals einfach den Knopf drücken. Geht da auch auf. Wenn ich jetzt sogar zu faul bin, wieder da zu drücken und einfach auch noch das zweite Mal auf diesen Knopf drücken. Also ja, dass Schlaf wichtig ist, das sollte ja tatsächlich jetzt auch mit dem letzten von euch klar sein. Wenn du immer noch da sitzt und irgendwie an deinem Training rum optimierst und an deiner Ernährung, aber schläfst jede Nacht scheiße, dann kannst du dir das auch sparen, ne? Oh, es ist jetzt so 10, Viertel nach 10 und ich will jetzt... Ich meine, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, als ich keine Kinder hatte und als man einfach so machen konnte, was man will. Also ich finde das immer so witzig. Und ich wollte eigentlich nie so werden, als ich noch keine Kinder hatte. Aber wenn mir so Trainingskollegen oder so, ne, die einfach nichts machen, außer den ganzen Tag nur warten, bis sie wieder trainieren, essen und irgendwie, keine Ahnung, Homeoffice. Das sind halt einfach zwei verschiedene Welten, aber ihr wisst ja, wie es läuft, ne? Training ist etwas, was uns unser Leben lang begleiten möchte. Also es soll mich mein Leben lang begleiten, in guten sowie in schlechten Zeiten. Und so ein paar Nächte schlechter Schlaf, den werde ich auch wieder aufholen, ne? Und das wird auch wieder besser. Das Training wird heute wahrscheinlich keine A1 plus mit Sternchen. Aber wir sind da und werden es absolvieren, wie jedes Mal. Darum geht's. You gotta stand for someone, you will fall for anything. That bitch says she love me, she could tell me anything. I'm rich now, I just can't be fucking anything. These VS1s, I just can't be rocking anything. Gestern war ich zufällig hier und habe mir einen Monster gekauft und habe gesehen, dass die im Angebot sind für nur 88 Cent. Da muss man doch gleich zuschlagen, aber mein Kühlschrank ist schon wieder leer zu Hause. Also zu Hause habe ich keine Monster. Das ist Suchtmodus. Nein, im Gym und da muss nachgefüllt werden. Übrigens ist jetzt mein Liebster der Mule geworden. Ohne Spaß. Also nicht zum Training. Zum Training trinke ich den nicht gerne, aber so im Alltag. Im Training trinke ich immer am liebsten den hier. Leider gibt es davon immer nur so wenig. Drei Stück sind hier noch über. Und ich habe jetzt noch ein paar von den Lilanen mitgenommen, weil ich genau einen Freund habe, der die gerne trinkt. Grüße gehen raus an Kerran. Und ja. Jawollo, erstmal ein Fuffi für Energy Drinks ausgegeben. Ja, wie du siehst, überwiegend der blaue. Der Verkäufer hat mich auch schon gefragt, ob der blaue wohl gut ankommt. Eventuell. Aber wie gesagt, ne, der Mule, ohne Spaß, ist echt der geilste. Aber so für den Alltag, den kann ich im Training nicht trinken wegen dieser Ingwernote. Das ist mir einfach zu wild. Und Trick 17, weil ihr seid ja immer auf der Jagd nach dem neuesten Trick 17. Übrigens, wenn nicht mehr genug Monster im Regal sind, geht immer noch ans Kühlregal, nehmt euch die Kühlen raus. Dann könnt ihr nochmal aufstocken. Jetzt habe ich die vermischt und wollt ihr mir jetzt einen nehmen. Das müsste aber einer von denen hier kühl sein, oder? Ist das kühl? Boah, ja, das ist kühl. So, eine Kleinigkeit noch und dann höre ich aber auch auf zu reden. Dann höre ich wirklich auf zu reden. Ich will nicht, dass irgendwie den Eindruck vermitteln oder so, dass ich es nicht liebe, Vater zu sein oder mein Leben liebe. Ne? Ich meckere doch relativ viel in den Videos. Ne? Das habt ihr mir auch schon mal als Feedback gegeben. Aber ich weiß, dass es die meisten halt mögen, weil es auch immer ein bisschen lustig ist, wenn man nur meckert. Das ist halt auch das, was mich so begleitet. Aber du darfst halt nicht verstehen. Verstehst auf jeden Fall nicht. Bitte, Kappa, nicht verstehen. Immer wenn ich hier im Video, echt ein paar Stunden nicht gut gepennt, ne? Oder nur ein paar Tage mal nicht richtig gepennt. Du kannst keine Sätze mehr bilden. Du kannst dich nicht konzentrieren, du wirst vergesslich, du bekommst Demenz. Bitte nicht vergessen, immer wenn ich die Kamera nehme, rede ich so im Kontext von Sport. Ne? Und im Hinblick auf den Sport ist es natürlich nicht so geil, wenn man halt nicht so viel pennt, dauernd müde ist, ne? Viel zu tun hat. Wenn ich also nur im Kontext von Sport denke, dann wäre es natürlich voll geil, noch so das Single-Life zu leben, ne? Weil du dich um nichts kümmern müsstest als um den Sport. Ich würde das aber im Leben niemals gegen das eintauschen, was ich habe. Ich habe eine wunderbare Familie, ich habe die zwei süßesten Töchter der Erde. Ich würde sofort mit dem Sport aufhören, wenn es nötig wäre. Der Sport ist ein wichtiger Teil meines Lebens, aber er ist eben auch nur ein Teil meines Lebens, ne? Ich gehe 4-mal in der Woche trainieren für jeweils ungefähr 2 Stunden. Das ist zeitlich einfach nichts. Also muss man da schon so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, dass mein Leben halt nicht nur Sport ist, ne, sondern das ist nur ein kleiner Teil. Nur, immer wenn ich Videos mache, dann dreht es sich komplett um Sport, ne, weil das ist halt das, worum ich Videos mache. For anything, that bitch says she love me, she could tell me anything. I'm rich now, I just can't be fucking anything. These VS1s, I just can't be rocking anything. Child support, $3 a month for each kid. Broke the bond between my son and what she did. Got a house in Henderson and in Blackhawk. 2020 G-Wagon, this ain't a track hawk. Staples Center, nip funeral, let the people see him. When I died, had my funeral at the Coliseum. White casket, white forms, paint the whole east. Make sure you slide up, sim I put on for that streak. Motivated by the killers and the drug dealers. Antisocial, I don't shake hands or hug niggas. I've been stabbed in my back like 1,000,000 times. I remember back and crack like 1,000,000 times. You gotta stand for someone, you will fall for anything. That bitch say she love me, she could tell me anything. I'm rich now, I just can't be fucking anything. It's VS1s, I just can't be rocking anything. Jesus Maria, es ist heute ein neuer Tag, den ich neu im Plan habe. Also ich habe meinen Plan neu geschrieben. Ihr wisst ja, dass ich letzte Woche nicht trainiert habe, aufgrund der Antibiotikagabe. Und das war eigentlich meine vorletzte Woche im Blog. Das heißt, ich hätte jetzt diese Woche noch trainieren sollen und dann schon wieder Deload. Das macht natürlich keinen Sinn, weil ich ja gerade eine Deload-Woche gemacht habe. Auch wenn du krank bist, ne? Das ist ein wichtiger Punkt. Dann ist das keine Deload-Woche, ne? Also du trainierst zwar nicht, aber dein Körper ist trotzdem geschwächt und erholt sich halt auch nur erschwert, ne? Entsprechend ist das nicht so zu sehen, zu sagen, jetzt habe ich einfach mein Deload vorgezogen und bin wieder fit, sondern es kann gut sein, dass du genauso in deinem Trainingsstand bleibst und dich halt nicht erholt fühlst, ne, nach so einer Woche. Ich meine, kleinteilig kann man das nachher nicht ganz vergleichen, weil du trainierst halt nicht diese Lasten, die sie sonst auf deinen Körper tragen. Dein Körper ist aber im System trotzdem geschwächt durch die Erkrankung, ne? Entsprechend kann man da jetzt... Naja, es erfordert jetzt von mir, also ich muss ja jetzt dreimal in der Woche diese Tempo Beuge machen, ne? Montag, Mittwoch, Freitag. Und die ist mittlerweile so anstrengend geworden, also diese 4×7 heute, die haben mich gerade total getötet, ne? Ich habe ja sonst jetzt noch gehoben, Bench, Good Mornings und ich muss jetzt meinen Trainingsplan komplett neu denken, weil ich eben dreimal in der Woche voll beugen muss, ne? Und so beuge ich jetzt montags eben, mache danach Bank und heute habe ich einen SPD-Day. Also ich beuge jetzt erstmal, jetzt mache ich gleich Spoto Bench Press und danach Stiff Leg Deadlifts und nur noch sehr wenig Assistenzen. Dann den schneide ich dann weg, damit der Tag insgesamt ein bisschen kürzer wird. Freitag dann wieder Beuge, Bank und Samstag ist mein primärer Kreuzhebetag, an dem ich dann die Fokusübung Kreuzheben durchführe. Für den heutigen Tag stand eigentlich noch die Entscheidung halt, nehme ich Good Mornings weiterhin mit rein oder mache ich Stiff Leg Deadlifts, ne? Jetzt habe ich aber schon, ich glaube, seit 3 oder 4 Monaten Good Mornings drin und finde die auch sehr geil, habe die auch sehr geil, habe da sehr guten Fortschritt gemacht. Ich tausche jetzt diese Übung mal aus für eine gewisse Zeit. Das heißt, ich lasse die Stiff Leg Deadlifts drin, weil die doch noch ein bisschen spezifischer ist zu meinem Conventional Deadlift, den ich aktuell ja aufbaue, als die Good Mornings, ne? Auch wenn die Bewegung relativ ähnlich ist, ist sie doch anders, ne? Das Gewicht liegt auf deinem Rücken bei den Good Mornings. Du leitest von oben den Hip Hinge ein und bei den Stiff Leg Deadlifts startest du auch vom Boden aus dem toten Punkt, ne? Und das ist der Vorteil. Naja, ich baue jetzt hier mal um und mache Spoto Bench Press. Ich bin gerade wirklich done, also ehrlich, diese 4 Sätze Tempo, also ein Satz Tempobeuge dauert ja so gute, ein bisschen länger als 1 Minute, ne? Wenn du 10 Sekunden pro Rep rechnest, die ganze Zeit unter Spannung ist. Das sind die wahren Dementoren-Squats. You gotta stand for someone, you will fall for anything. That bitch say she love me, she could tell me anything. I'm rich now, I just can't be fucking anything. These VS1s, I just can't be rocking anything. No sponsorship, but I've been rocking all Gucci. My hood knew that it was real when I brought Gucci. Might not mean nothing to you, but mean something to me. These niggas can't be up in they hood or had company. That's a big accomplishment that I achieved. That's a real nigga legacy that I leave. I done shop with every jeweler, diamonds out the cooler. This a big face rollie, not a Frank Mueller. Yachtmaster 2, this a chandelier. Don't ask me about no nigga you don't see standing here. Hunters are taking the cover out. Rolling the silence, text messages surround my city the moment they find it out. Black on black everything, we gon' make everything. That's the motto when we riding out. The wretches they owe me, just know I was on me whenever and ever you saw me out. Been playing with eyes, stage and eyes. Shout out to my daddy, he taught me out. I was a killer, my mom was an addict. Nigga grew up in a slaughterhouse. They talk about I am so old that you not had to thaw me out. That money be coming, I won't stop balling out. I am on this like Jabari now. See niggas was sleeping on me, but I just woke up and they saying it. Don't stack it, don't rap it, no lack it, pole pack it. that nigga around, I had to cut him off. You gotta stand for someone, you will fall for anything. That bitch say she love me, she could tell me anything. I'm rich now, I just can't be fucking anything. These VS1s, I just can't be rocking anything. You gotta stand for someone, you will fall for anything. That bitch say she love me, she could tell me anything. I'm rich now, I just can't be fucking anything. These VS1s, I just can't be rocking anything. So, die drei Großübungen für heute sind jetzt durch, ne? Squats, Bench, Deadlift. Der Topsatz beim Stiff Leg Deadlifts war echt sackschwer, 200 Kilo für 7. Puh. Ich sage euch mal was, ne? Ich habe für dieses Jahr sowieso schon eine Menge abgeschrieben. Ne? Ich habe echt viele Dinge aktuell im Kopf, auch so neben YouTube und neben meiner Selbstständigkeit im privaten Bereich. Und für mich ist jetzt, ich gehe jetzt einfach nur noch ins Training den Rest des Jahres, so wie ich Bock habe. Ich denke mal, über die Weihnachtstage mache ich sowieso ein bisschen leichter oder schwerer wegen dem Essen. Mal gucken. Auf jeden Fall weniger strukturiert. Genauso wie ich auch jetzt auf meine Ernährung den Rest des Jahres ein bisschen scheiß. Das ist jetzt einfach meine Phase, in der ich mir einfach mal ein bisschen Entspanntheit gönne, so von dem ganzen Grind, der ja sonst ununterbrochen stattfindet. Ne? Man gönnt sich ja sonst nie mal eine Zeit lang auf. Und eine Zeit lang off bedeutet ja jetzt bei mir nicht, dass ich jetzt nichts mache oder so, sondern ich bin wahrscheinlich, ja, de facto, es ist nur eine Einstellungssache. Ich mache eigentlich genau dasselbe, was ich vorher auch mache. Ich blicke nur entspannter drauf. Frage ich mich gerade, warum man das nicht einfach das ganze Jahr machen kann, ne? Warum man manche Zeiten einfach so versessen auf sein Training und auf das, was man so vorhat, schaut, obwohl man doch eigentlich immer dasselbe macht. Naja, ich mache noch 2 Sätze Fleiß und dann machen wir Trizeps, die von René, die Übung, weil da habe ich mal Bock drauf, die Übung zu machen. Ein bisschen Abwechslung reinzubekommen mal. Und dann ist das für heute auch durch. Dann gehe ich auch wieder nach Hause. Ich schwitze mich auch total ab. Ich weiß nicht warum. Also ich weiß schon warum, weil ich gestern mir eine fette, selbstgemachte Pizza gemacht habe. Und heute Nacht nur 2 Stunden gepennt habe. Und dann einfach mein Körper mal total ausrastet, wenn er die kleinste Belastung bekommt. Wenn er so am Limit praktisch sich bewegt. Ja, ich weiß, in der Übung beuge ich meine Ellbogen ja nur bis hier. Das ist ja gar keine volle Run. Und dein Lieblings-Science-YouTuber hat ja gesagt, oh Gott, dieser Trizepspump, dass sowas nicht funktioniert und sowas bringt nichts. Und sowas baut keinen Trizeps auf. Aber man muss ja die volle Run machen. Die Übung hat keinen Sinn. Wisst ihr was? Ich habe einfach Sackbock auf die Übung. Und dann habe ich halt ein bisschen weniger Run. So what? Oh, ich kann nicht richtig immer... Der Pump ist einfach surreal. So, das Training ist jetzt durch. Es geht jetzt wieder ab nach Hause. Justin ist ja auch noch gekommen. Der darf ja immer bei mir trainieren, weil die Gyms ja geschlossen haben. Und fährt immer extra aus Kiel eine Stunde runter. Ich bin ja ehrlich die ganze Zeit, also schon seit Wochen, damit am Turteln. Nächstes Jahr mal wieder so einen richtigen Shred zu machen. Also ich werde kein Bodybuilding mehr machen, ne? Weil ich hab da nicht wirklich Bock drauf. Das reizt mich halt nicht so doll. Aber einfach mich runter zu diäten, das Shred-Life zu leben, Sixpack im Sommer zu haben, einfach so fürs Gefühl, ein bisschen Abstand vom Powerlifting gewinnen. Da habe ich Bock drauf. Eins in den Chat, wenn ihr auch Bock drauf habt. Und wir nächstes Jahr alle zusammen ein Shred Summer 2021 machen. Ich weiß, dass das Video jetzt schon wieder viel zu lange dauert, deswegen beende ich das Video jetzt hier. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und für den Support in der letzten Zeit, wie immer. Und wünsche euch einen wunderschönen Sonntag, Restsonntag. Wobei Restsonntag, sagt man sowas, morgens um 10? Also, na gut, du kannst das Video ja auch ein anderes Mal geguckt haben, ne? Ah, Brain. Pascal Su, check it out. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace, bro. Drop the mic. I know ways that we can make a million. Whoa, yeah. I've been grinding, scraping, rental riding. I act. act broke, you act rich, we both lying. I be grinding, scraping, rental riding. I act broke, you act rich, we both lying.